Sie sind in der Vorlesung Computergrafik und es geht um Dreiecke, ne? Teil 2 praktisch. Ray hits Triangle. Ne? Der Strahl trifft das Dreieck, Teil 2. Ja, ich hoffe, Sie hatten eine schöne Zeit über Ostern. Wir waren ja alle so ein bisschen isoliert und ging mir auch so. Ich hatte FaceTime-Sitzungen mit meinen Eltern zu Hause. Wahrscheinlich haben sie sowas Ähnliches gemacht. Dann sieht man die Welt in der Isolation nicht nur auf der Empfängerseite, sondern auch von der Senderseite. Na. Gut, machen wir mal das Beste draus. Das Schöne ist an dem Computergrafikinhalt, das ist relativ, sagen wir mal, vorlesbar. Und Sie sind jetzt auch schon im höheren Semester. Da kann ich Ihnen auch schon mal zumuten, dass Sie selbstständig ein bisschen komplexere Algorithmen umsetzen und erarbeiten. Ne? Wenn Sie dazu Fragen haben, wenn Sie dazu Dinge wissen wollen, schicken Sie das. Sie sind jetzt in der Krise ein bisschen stumm geworden und meine Sorge ist, dass sich das dann nachher in der Prüfungszeit rächt. Wir haben ja nur noch 8 Wochen. Ne? So viel Zeit ist das gar nicht mehr. So, wo waren wir? Ne, das Dreieck und der Strahl. Ne? Wir waren an der Stelle, wo das Dreieck eine Ebene aufspannt im Raum. Nicht? Wir können das Dreieck auch betrachten als ein Koordinatensystem, das eine Ebene definiert. So. Und dann hatten wir gesagt, wäre doch toll, wenn wir den Schnittpunkt des Strahls mit dieser Ebene, wenn wir den so hätten, dass wir direkt das in baryzentrischen Koordinaten ausdrücken könnten. Denn dann könnten wir, wenn das baryzentrisch formuliert ist, dann können wir sofort sagen, dieser Strahl hat das Dreieck im Inneren geschnitten sozusagen oder er liegt außerhalb des Dreiecks. Gut, ich mache das mal hier nochmal als Bild. Ne? Da waren wir ungefähr stehen geblieben. Da haben wir also ein Dreieck mit dem Aufpunkt A hier, nicht? Und dann den beiden Richtungen B-A und C-A, beziehungsweise den baryzentrischen Koordinaten Beta Gamma. Ne? Und diese baryzentrischen Koordinaten, die sagen mir im Grunde nur, wie weit muss ich in Richtung dieser Richtungsvektoren laufen, ausgehend vom Augpunkt A, um diesen Punkt P Beta Gamma zu erreichen. Ne? Genau genommen steht hier die Koordinatentransformation von den Dreieckskoordinaten Beta Gamma rüber transformiert, ne, zum kartesischen Raum P von Beta Gamma. Nicht? P ist ein Vektor, der hat x, y und z Koordinaten. A, B und C sind auch Vektoren, die zeigen auf diese Punkte im Raum, sind auch x, y und z Koordinaten. Und Beta Gamma sind baryzentrische Koordinaten, die einen Punkt hier auf so einer Ebene ausdrücken, praktisch aus Sicht des Dreiecks, ne? Die natürlichen Koordinaten des Dreiecks. Ja, so, und das Tolle wäre jetzt, also wenn wir diese Koordinaten wüssten, Beta, Gamma, wo der Strahl trifft, dann müssten wir nur hier diese drei Bedingungen prüfen und dann wissen wir sofort, das hat das Dreieck getroffen oder wie in diesem Beispiel hat es das Dreieck nicht getroffen, sondern ist sozusagen in der Ebene außerhalb des Dreiecks eingeschlagen, ne, der Strahl. So, und das ist ja die Entscheidung, ob wir shaden oder ob wir nicht shaden. Nicht? Wenn der Sehstrahl am Dreieck vorbeigeht, dann fliegt er eben weiter. Dann müssen wir kein Shading machen. Und genau dadurch wird das Dreieck dann ja sichtbar. Das ist ja genau der Witz. Ne? So, jetzt ist also die Frage, wie kann man das rauskriegen, ob der Strahl die Ebene überhaupt schneidet und wo er sie schneidet. Nicht? Und das am besten noch Richtung Beta Gamma. Ne? So, wie haben wir das denn früher gemacht? Ne? Bei der Kugel, da war das so. Wir haben die Gleichung für den Strahl hingeschrieben, die Strahlengleichung. Und das haben wir dann gleichgesetzt mit einer Schnittbedingung, die nur auf einem einzigen Punkt auf dem Strahl gelten kann. Also da gibt es eine Bedingung, wo der Punkt
am nächsten dran ist an der Kugel. Dann haben wir das gleichgesetzt und dann kam da eine relativ einfache Formel raus. Da konnte man ausrechnen. T ist gleich D mal C minus O. Hier haben wir kartesische Koordinaten auf der rechten Seite, ne? Ortsvektoren und Richtungsvektor. Und hier haben wir diese komische Variable T. Und T ist im Grunde die baryzentrische Koordinate, oder man muss eigentlich sagen Ordinate, ist ja nur noch ein Wert. Ne? Also T ist die baryzentrische Ordinate von Ray sozusagen. Ne? So, da haben wir uns gar nicht großen Kopf drum gemacht, dass wir da ja den kartesischen Denkraum oder sowas verlassen, dass wir da plötzlich baryzentrisch rechnen, sondern haben einfach akzeptiert, ich kriege da T raus. Und wenn ich wissen will, wo ist das im Raum, dann kann ich dieses T ja wieder hier einsetzen und dann kann ich P von T ausrechnen. So, gar kein Problem. Und genauso denken wir jetzt auch beim Dreieck. Das ist der gleiche Ansatz. So, gucken wir uns das mal an. Ne? Wir haben also dieses Dreieck da im Raum, wir haben da so unseren Strahl, der da irgendwie durch den Raum zischt. Ne? Und irgendwo schneidet der die Ebene, die dieses Dreieck hier aufspannt. Irgendwo schneidet er die. So, das heißt, es gibt einen Punkt hier irgendwo im Raum. Einen Punkt gibt es, der liegt auf dem Strahl drauf und der liegt auch gleichzeitig in dieser Ebene. Das ist der gleiche Gedanke wie vorhin. Ich nehme einfach mal die Strahlengleichung, schreibe die hin. Alle Punkte, die auf dem Strahl liegen, hier P von T, ne, erfüllen ja diese Strahlengleichung. Das heißt, da ist ein O gegeben und da ist ein D gegeben und ich kann jetzt alle Ts durchlaufen lassen und dann bekomme ich alle möglichen P von Ts. Das sind alle Punkte hier auf diesem Strahl. Ne? So. Ja, und alle Punkte auf dem Dreieck erfüllen diese Gleichung. P von Beta Gamma ist, ne? Dann hin zum Augpunkt rennen und dann Beta in eine bestimmte Richtung, Gamma in eine bestimmte Richtung. So. Also hier steht hier hingeschrieben, dieser putzige Punkt, ne? Da kann ich entweder den Strahl lang laufen, bis ich da angekommen bin, nicht? Oder ich kann über das Dreieck laufen, bis ich da angekommen bin. Also ich komme auf zwei Weisen zu diesem Punkt P. Das steht da im Grunde. Ne? So. Deswegen setzen wir die gleich. Ne? Das ist praktisch, soll jetzt mal der gleiche Punkt P sein. Ne? Diesen einen, den suchen wir. Der soll beide Bedingungen gleichzeitig erfüllen. So, und der hat dann im Grunde drei Koordinaten. Der hat jetzt nicht nur noch P von T. Ich meine, klar, wenn man T hat, ist gut, dann kennt man ihn, ne? Aber er hat auch Beta Gamma. Deswegen schreiben wir jetzt erstmal einfach nur hin, das ist der Punkt P von T Beta Gamma. So. P von T Beta Gamma. So. Und der soll beide Gleichungen erfüllen. Hat jetzt diese drei baryzentrischen Koordinaten, kann man sagen. Diese hier ist die baryzentrische vom Strahl. Das sind die baryzentrischen Koordinaten vom Dreieck. So. Okay, also wenn ich jetzt T kenne, dann kann Ray mir sofort ausrechnen, wo das ist. Gut, so. Kenne ich aber nicht. Ne? Wenn ich Beta und Gamma kenne, dann kann das Dreieck mir sofort ausrechnen, wo das in baryzentrischen Koordinaten ist. Ne? So, das T alleine, ich meine, das kann man schnell ausrechnen, aber das nützt uns alleine nicht viel. Ne? Denn wenn wir diesen Punkt im Raum haben, wir müssen ja ausrechnen, ob der wirklich innerhalb des Dreiecks diese Ebene geschnitten hat oder ob der außerhalb des Dreiecks diese Ebene geschnitten hat. Deswegen muss ich Beta Gamma in jedem Fall ausrechnen. Ne? T wäre dann für uns gar nicht so wichtig. Wenn ich Beta Gamma habe, kann ich den Punkt im Raum ja eindeutig bestimmen. Ne? Aber wenn ich jetzt eine Rechenvorschrift habe, die mir alles liefert, T, Beta und Gamma, ist ja auch nicht schlecht. Da würde ich ja sagen, tut nicht weh. Ne? So, das wollen wir ausrechnen. T und Beta und Gamma. Wobei uns T nicht so wichtig ist, aber wir füllen jetzt einfach mal ein hier. Ne? So. Diese Gleichsetzung, die wir hier haben, die stelle ich jetzt um. So, die stelle ich einfach mal um. So, dass alle baryzentrischen Koordinaten auf eine Seite rutschen.
Und das sind hier die Umstellungen, die gemacht worden sind. Das ziehe ich ab, das ziehe ich ab und das ziehe ich ab. Und dann steht da das. So. Jetzt gucken wir uns einfach mal eben ein bisschen an, was ist hier bekannt und was ist unbekannt. Ne? So. Hopp, jetzt schon wieder. Immer wenn ich eine Vorlesung halte, kriege ich hier eine blöde Mail. Ja, gut, okay, so weg. Machen wir später. So. Also, A und B kennen wir vom Dreieck. A, C kennen wir, ne, vom Dreieck. D kennen wir vom Strahl. A minus O kennen wir auch. Ne? O ist der Origin vom Strahl. Also wir kennen das alles. Wir kennen nur nicht Beta, Gamma und T. So. Das sieht aus wie eine Gleichung mit drei Unbekannten drin. Ne? Eine Gleichung mit drei Unbekannten. Ja, genau genommen sind es aber drei Gleichungen. Drei Gleichungen mit drei Unbekannten. Ne? Sehen Sie mal, das sind ja vektorielle Größen. Ne? Hier. A, B, C, D und O. Das sind alles Vektoren. Und Vektoren sind ja im Grunde eine Kurzschreibweise, ne, für sowas hier. Das steht da ja eigentlich hingeschrieben. Drei solche Gleichungen. Ne? Das ist die gleiche Sache wie eben, nur einfach ausführlicher hingeschrieben. Ne? So, dann haben wir drei Gleichungen mit drei Unbekannten. Und das kann man nochmal anders hinschreiben mit Matrix-Schreibweise. Ne? Eine andere Form, um die Koeffizienten von solchen Gleichungssystemen möglichst knapp hinzuschreiben, sind eben Matrizen. So könnte ich es auch schreiben. Das ist genau dasselbe. Das ist überhaupt keine Umstellung. Also was wir hier sehen, ne, was wir hier sehen, ist das gleiche wie das. Das können Sie mal ausmultiplizieren und dann sehen Sie das. Ne, wie multipliziert man das noch aus? Ne? Zeile mal Spalte, also das hier mal dem plus das hier mal dem, nicht, plus das hier mal dem ist gleich das. Das steht da praktisch. Ne? So. Gut. Ne? So, und jetzt sind wir schon fast durch, denn wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann ist das, haben wir die glückliche Situation, dass das hier links alles bekannt ist. Diese Matrix, das sind alles bekannte Größen, da können wir einfach nur einsetzen, was wir schon haben. Ne? Da haben wir die baryzentrischen Vektoren unseres Dreiecks, A, B und C. Ne? Und hier haben wir den Richtungsvektor von unserem Seestrahl, haben wir auch schon, prima. Ne? So, und dann haben wir hier den Aufpunkt von dem Dreieck und den Origin von unserem Seestrahl. Alles gegebene Größen. Ne? Und diesen Vektor hier, den kennen wir nicht. Beta Gamma T, der ist unbekannt. Den hätten wir gern. Ne? So, und jetzt schreibe ich das Ganze nochmal so ein bisschen um. Indem ich einfach diese Matrix-Elemente mit A, B, C, D, E, F, G, I, J, K bezeichne, ja. So. Und das ist hier so durchnummeriert. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ne, sehen Sie das? Und dadurch ergeben sich einfach diese Buchstaben. So. Und wenn man das jetzt, können Sie nachprüfen, also dieses A ist nichts anderes als dieser Ausdruck hier, nicht? Und B ist nichts anderes als dieser Ausdruck hier. So. Das ist die Stelle, an der immer alle so ein bisschen zucken. Ne? Aber es ist eigentlich nur anders hingeschrieben. Das ist so typisch, ne? Warum macht er denn das jetzt? Warum macht er das? Oh Mann, das war doch vorher viel verständlicher und jetzt sind da nur noch so blöde Buchstaben und so. Ne? Der Witz ist gleich der. Der Witz ist gleich der. Wenn wir eine Matrix haben, die wir kennen, und wir haben hier einen Vektor, den wir auch kennen, und dieser Vektor hier, der ist unbekannt, der uns sozusagen, wenn wir die Matrix mit dem unbekannten Vektor multiplizieren und hier den bekannten bekommen, dann gibt es dafür ein Lösungsverfahren. Das ist automatisiert. Deswegen, damit ich dieses Lösungsverfahren programmieren und anwenden kann, muss ich das erstmal in diese simple Form bringen, um dieses Lösungsverfahren anzuwenden.
So. Also was, das haben wir gemacht. Wir haben neue Variablen eingeführt und dann ist das Ganze so einfach zu schreiben. Bekannte Matrix mal unbekannter Koordinatenvektor ist gleich bekannte Koordinaten. So. Ja, ne, das kennen wir. Das sind die Vektoren, die wir schon kennen, hatten wir eben. Richtungsvektor ist ein Seestrahl, kennen wir. So. Ne. Wenn Sie das nicht zuordnen können mehr, dann müssen wir vielleicht mal zurück zur Folie 13. Ich lade Ihnen hier die Folien dazu auch nochmal hoch, falls Sie das nicht glauben, dass das sich so verhält. Ne. Oder dass ich einen Tippfehler drin habe. Manchmal habe ich einen Tippfehler irgendwo drin. So, wir kennen also diese ganze Matrix. Wir haben jetzt neue Variablen. Wir kennen diesen Vektor. So, und jetzt wollen wir eine schöne, einfache Methode haben, die uns möglichst automatisch hier diese Beta-Gamma-T-Werte ausrechnet. So. Genau, denn die sind uns unbekannt. So. Ja. Ne? So, und dieser fertige Lösungsalgorithmus, das ist die sogenannte Cramersche Regel, die kann man einfach anwenden, kann man einfach benutzen. So. So, das ist zunächst einmal alles, was ich Ihnen hier zeigen will. Und meine Bitte ist tatsächlich, versuchen Sie das mal nachzuvollziehen. Also ich beschreibe jetzt nochmal in der Übersicht, wie das Lösungsverfahren geht. Ne? Als erstes transformieren Sie Ihre Vektordaten in diese Matrix. Und dann haben Sie diesen unbekannten Vektor und Sie haben einen bekannten Lösungsvektor und eine bekannte Matrix. So. Und dann wenden wir dieses automatisierte Lösungsverfahren an. Das habe ich noch nicht erklärt, wie das geht. Die sogenannte Cramersche Regel. Und da purzeln dann automatisch Beta, Gamma und T raus. Das ist die Idee. Also in der nächsten Folie zeige ich Ihnen, wie wendet man eigentlich diese Cramersche Regel dann an, wenn man das in dieser Matrixform erstmal hat. Ne? Und dann purzelt da Beta Gamma T raus. So. Ja, und dann haben wir Beta Gamma T. Dann können wir beurteilen, ob unser Schnittpunkt innerhalb oder außerhalb dieses Dreiecks liegt. So. Und wenn wir dann feststellen, es liegt innerhalb des Dreiecks, dann besorgen wir uns von dem Dreieck noch einen normalen Vektor und machen ein Shading. So, als wenn wir ein Shading auf einer Kugel gemacht haben. Ne? So, und dann immer nochmal dran denken, dass Sie nur die Dreiecke shaden, die auch ein T haben, was größer ist als Epsilon. Also, dass der Seestrahl nicht nach hinten rausgeht aus dem Auge oder so. Ne? Also, das sind, klar, braucht man, glaube ich, gar nicht groß zu erwähnen. Ne? So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn Sie ein mathematisches Problem in dieser Form aufschreiben können, bekannte Matrix mal unbekannter Vektor ist gleich bekannter Vektor, dann wendet man die Cramersche Regel an, um, das ist einfach ein Algorithmus, nicht? Um diesen unbekannten Vektor herauszubekommen. So, und das zeige ich Ihnen in der nächsten Runde, wie geht die Cramersche Regel. Und der Rest ist im Grunde dann Programmierspaß. Es ist clever, gebe ich Ihnen nochmal so als Tipp mit, es ist clever, die Cramersche Regel als getrennte Klasse zu betrachten. Und es ist auch clever, sich eine Klasse Matrix einzuführen, damit die Sachen ein bisschen übersichtlich und wiederverwertbar bleiben. Ne? Aber letzten Endes können Sie es programmieren, wie Sie es für richtig haben, halten. Hauptsache, wir sehen dann schöne Dreiecke. Ne? Okay, das war Computergrafik und die nächste Runde dreht sich dann um die Frage, wie geht die Cramersche Regel?